Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Blattmann 7 im neuen Jahr mit 7 ausgewählten Neuheiten aus dem Note 1 Programm für Januar 2016. Im Rahmen seiner mehrjährigen Italienreise wurde Johann David Heinichen während seines ersten Venedig-Aufenthaltes angeblich um seinen Lohn für die Komposition einer Oper geprellt. Hätte ihn diese negative Erfahrung entmutigt und er hätte sich entschlossen, sofort wieder in seine Heimat zurückzukehren, er hätte 1716 bei einem erneuten Aufenthalt in der Lagunenstadt niemals den sächsischen Kurprinzen Friedrich August getroffen, der von einer seiner Kantaten dermaßen beeindruckt war, dass er ihn vom Fleck weg im Namen seines Vaters als Hofkapellmeister engagierte. Die Batzdorfer Hofkapelle hat einige der italienischen Kantaten sowie mehrere Konzerte Heinichens für Akzent eingespielt. Dank hervorragender Vokal- und Instrumentalsolisten wird in dieser Einspielung schnell deutlich, was den sächsischen Thronfolger seinerzeit in Venedig an der Musik Heinichens so begeisterte. Martin Haselböck schreitet in seinem Resound-Beethoven-Zyklus auf Alpha voran und präsentiert in der zweiten Folge das komplette Konzertprogramm der Uraufführung der 7. Sinfonie vom 8. Dezember 1813 im Wiener Universitätssaal. Für den überwiegenden Teil des Publikums dürfte allerdings damals der mechanische Trompeter von Johann Nepomuk Melzel die eigentliche Attraktion des Abends gewesen sein, für den Pleyel und Duschek eigens zwei Märsche komponiert hatten. Von diesem wurde in einem Gemeinschaftsprojekt von Künstlern und Wissenschaftlern eine Rekonstruktion für diese Aufnahme gebaut. Aufgenommen am Ort der Uraufführung, auf historischen Instrumenten, in historischer Besetzungsstärke und Orchesteraufstellung, sind Haselböck und sein Orchester hier wohl näher dran am historischen Wiener Beethoven-Klang als jedes andere Orchester zuvor. Glaubt man den zeitgenössischen Berichten und diversen kolportierten Anekdoten, dann scheint die Sopranistin Francesca Cuzzoni nicht besonders einfach gewesen zu sein. Vielleicht erfüllte sie aber auch einfach nur die negativen Erwartungen, die man schon damals an eine Operndiva von europäischem Rang hatte. Auch wenn sie Händel als Mitglied seiner ersten Royal Academy of Music sicherlich nicht nur einmal zur Weißglut gebracht hat, er komponierte für sie einige seiner schönsten Arien, die hier von der marokkanischen Sängerin Hasna Benani gesungen werden.
Von der jungen Sängerin, die erst am Anfang ihrer Karriere steht, aber bereits mit Größen wie Christophe Rousset und Vincent Dumestre gearbeitet hat, werden wir sicherlich noch sehr viel hören. Bleiben wir bei Händels erster Londoner Opernakademie. Zusammen mit Händel und Bononcini war Attilio Ariosti einer der drei Komponisten, die für die erste Royal Academy of Music in London Opern komponieren sollten. Bedenkt man den ausgezeichneten Ruf, den Ariosti unter Kollegen und an den europäischen Höfen genoss, erstaunt es schon, dass er diskografisch bislang so sträflich vernachlässigt wurde. Die Aufnahme mit Filippo Minaccia präsentiert größtenteils Arien aus seinen für London komponierten Opern. Hier ist hervorragende Vokalmusik eines ernstzunehmenden Rivalen Händels zu hören, der diesen lediglich durch noch bessere Musik kaltzustellen vermochte. Weil Daniel Steibel seinerzeit Beethoven zu einem Klavierduell herausgefordert hat und dabei grandios gescheitert ist, taucht er zumindest ab und an in der Beethoven-Literatur auf. Steibel war ein echter Tastenlöwe, der über eine ebenso brillante Technik wie ein übergroßes Ego verfügte. Ihn deshalb aber als vollkommen unbedeutenden Komponisten abzustempeln, wäre grob ungerecht. Seine Klavierkonzerte besitzen nämlich unleugbaren Charme und wissen durch technische und tonmalerische Effekte für sich einzunehmen. Der europaweite Erfolg Steibels kam ja nicht von ungefähr, auch wenn er schnell nach seinem Tod verblasste. Die neue Hyperion-Reihe, das klassische Klavierkonzert, erinnert in der zweiten Folge an den Pianisten und Komponisten mit drei hörenswerten Konzerten aus seiner Feder.
Die 70 Opern von Ferdinando Bertoni sind alle bis auf seinen 1776 für Venedig komponierten Orfeo der Vergessenheit anheimgefallen. Die Oper basiert nämlich auf dem gleichen Libretto von Ranieri di Calzabigi wie Glucks Orfeo et Euridice. Das Stück wurde auch für den gleichen Kastraten Gaetani Guardani in der Titelrolle komponiert. Im Gegensatz zu Gluck komponierte Bertoni allerdings eine waschechte Opera Seria, die hier in Starbesetzung mit Vivica Genot wiederentdeckt wird. Genders startet diesen Monat eine dreiteilige Reihe mit Orchesterwerken des argentinischen Komponisten Alberto Ginastera, dessen 100. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird. Auch wenn Ginastera seine Inspiration aus der präkolumbianischen Vergangenheit und der weiten ursprünglichen Landschaft seiner Heimat schöpfte, so ist seine Musik doch weit entfernt von jeglicher gefälliger Pampatümelei. Die drei hier eingespielten Werke stehen exemplarisch für eines der faszinierenden Œuvres im Bereich der lateinamerikanischen Musik im 20. Jahrhundert. Dank Juan Jumeña und dem BBC Philharmonic erleben wir ein rauschendes Fest der Orchestermusik. So, das waren sie, Blattmann 7, 7 ausgewählte Neuheiten aus dem Note 1 Programm für den Monat Januar. Wir sehen uns wieder im Februar, wenn Sie mögen.